Moin Moin von der Okina. Diese Woche wird eine ganz besondere Woche für uns, weil nach 2,5 Monaten endlich unsere beiden Kinder Leonie und Malte auch zu uns nach Barcelona ziehen werden. Wir freuen uns riesig darauf. Patrick wird am Dienstag dafür nach Hamburg fliegen, weil die beiden in ihrem Alter bei der Fluggesellschaft leider noch nicht alleine fliegen dürfen und holt dann die beiden aus Hamburg ab. Und ja, wir sind voller Vorfreude. Mit dem Arbeiten wird es natürlich trotzdem weitergehen. Wir hatten eigentlich gehofft ursprünglich, dass wir zu dem Zeitpunkt schon längst fertig sind mit den Arbeiten an Land und wieder am Wasser sind. Dem ist leider nicht so. Es wird also dann gleich weitergehen mit den Arbeiten an Deck. Außerdem hält das Ruder wieder eine Überraschung für uns bereit und wir müssen ja, uns dringend um das Ruder kümmern. Das Ruderblatte Aquarell macht es uns wieder einmal nicht leicht. Wir haben das Ruder mittlerweile repariert, ihr seht es hinter mir, aber der Weg dahin war wirklich schwierig. Ich weiß nicht warum, vielleicht hat die Aquarell gedacht, sie könnte uns ein bisschen auf die Nerven gehen oder so. Auf jeden Fall hat sie sich deutlich mit den Falschen angelegt. Wir hatten 2 echt schwere Tage und im Augenblick, muss ich sagen, ist hier echt so ein bisschen die Luft raus. Das hat aber auch noch andere Gründe, die ihr später im Video erfahren werdet. Wir mussten auf jeden Fall ein paar Mal tief durchatmen, bevor wir uns an dieses Ruderproblem gewagt haben. Am Ende ließ es sich dann doch ganz gut reparieren, aber erstmal sah das echt blöd aus. Wir haben dazu jede Menge Videomaterial gemacht und ich habe gerade versucht, das in einem Video zusammenzuschneiden und bin bei 43 Minuten Gesamtvideozeit ohne Anfang und Ende und alles so, was so ein bisschen Spaß macht, dann aufgehört. Deswegen spreche ich jetzt einfach mal ganz kurz auf, was hier mit dem Ruderbad los war und wie wir das Problem gelöst haben. Und zwar Schritt für Schritt, aber im Vorwärtsspultempo. Denn wir haben hier echt noch mehr zu tun und wir können uns das nicht leisten, dass ich den Rest des Tages noch Videos schneide. Also, los geht's. Ich war unten am Ruderblatt und wollte eigentlich die Macke beseitigen, die wir euch vor ein paar Folgen schon vorgestellt haben. Die war gar nicht so schlimm. Es war ein oberflächlicher Riss im Rumpf, den haben wir ausgeschäftet und der sollte nun einlaminiert oder auslaminiert werden. Also das Material wieder aufgefüttert werden, übergespachtelt und dann übergestrichen. Nun war ich in dem Excenter dabei zu arbeiten und habe festgestellt, dass auf dem Ruderblatt auch Bereiche sind, die sich irgendwie merkwürdig anfühlen, wenn man im Excenter rübergeht. Da legten sich Stellen frei und davon, das wurden immer mehr. Da habe ich dann ausgeschliffen und festgestellt, dass da Löcher in dem Ruderblatt sind, die da irgendwie nicht hingehören. Ganz merkwürdig. Da habe ich ein bisschen angeschliffen, ein bisschen eingesenkt und mir überlegt, dass wir die da Glasfaser drüber legen, einfach um sicher zu gehen, dass diese Löcher dicht sind, denn die sahen irgendwie nicht so gut aus. Und habe noch unten am Ruder ein bisschen rumgeschliffen, weil ich nun eh dabei war. Und habe eine alte Beschädigung an der Unterkante des Ruderblattes festgestellt, die mit Glasfasermatten und Spachtel mehr oder weniger schlecht repariert wurde. Es hat überhaupt keinen Spaß gemacht, sich das anzugucken. Da wurde Glasfasermatte über Antifouling gelegt, was nicht halten kann. Keine Grundierung offensichtlich, also irgendwie ganz, ganz gruselig. Ich habe das dann ausgeschliffen, soweit es eben notwendig war, um eine gute Basis zu haben und auch dabei festgestellt, dass das Ruderblatt auf der achterlichen Seite eine Beschädigung aufweist. Ich vermute mal, dass das Schiff bei Rückwärtsfahrt mit seitlich leicht angelegtem Ruder es zu einer Kollision gekommen ist und dass dadurch ein Spannungsriss oben im Rumpf entstanden ist, den wir jetzt ja gesehen haben, der aber irgendwie nur oberflächlicher Art Natur gewesen ist. Und eben auch diese Macken im Ruder entstanden sind. Und auch weitere Beschädigungen entstanden sind, die wir dann in den weiteren Reparaturarbeiten festgestellt haben. Zunächst haben wir also das Ruder an der Unterkante repariert. Dafür mussten wir viel schleifen und dann mit Spachtelmasse die Form des Ruders wiederherstellen. Und im Anschluss Glasfasermatten aufbringen, die von der einen Seite des Ruderblattes bis auf die andere Seite des Ruderblattes übergehen. Das Problem ist nämlich folgendes. Ein Ruderblatt besteht aus 2 Schalen, die gegenüberliegen und miteinander verklebt sind. Das heißt, es ist eine umlaufende Verklebung, die eben somit die Struktur bzw. die Stabilität des Ruderblattes garantiert. Wenn an der Unterseite des Ruderblattes diese Stabilität aufgehoben wurde durch einen Schaden, dann ist das eine Sollbruchstelle. Und diese Sollbruchstelle muss natürlich gut repariert werden. Das heißt, die Schalen müssen wieder fest miteinander verbunden sein. Wir haben uns überlegt, wie wir das hinbekommen und haben uns entschieden, eben Glasfasermatten wie eine Klammer unten um das Ruder herumzulegen und damit eben die ursprüngliche Stabilität wiederherzustellen. Da wir einfach nicht wussten, wie stark der Schaden war oder wie sehr das Ruder in Mitleidenschaft gezogen wurde, haben wir uns dazu entschieden, da auf Nummer sicher zu gehen und das nicht nur optisch zu reparieren, sondern auch sozusagen physisch zu stabilisieren.
Nachdem also das überlaminiert war, musste wieder geschliffen und gespachtelt werden und im Anschluss hatten wir ein wunderschön geformtes unteres Ruderblatt. So, das sieht das super gut aus und es ist wirklich ganz einfach zu machen. Es dauert nur ein paar Tage, weil man die Trocknungszeiten einhalten muss. Die Löcher, die wir auf den Flächen des Ruderblattes entdeckt haben, haben wir mit ein paar Lagen Glasfaser ausgelegt und damit sozusagen abversiegelt und dann übergespachtelt, sodass auch hier kein Wasser mehr eindringen kann in das Innere des Ruderblattes, sollte das überhaupt geschehen sein. Das wussten wir nicht, aber da wir nun eh dabei sind, wollten wir auf Nummer sicher gehen. Kurz bevor wir nun soweit waren, das Ruder endgültig zu reparieren und uns keine weiteren Gedanken mehr darüber zu machen, entdeckte Johanna einen Schaden auf der Steuerbordseite des Ruderblattes oben im Übergang zur Ruderwelle. Der Riss war erst nur im Antifouling zu erkennen und nach Schleifen und Schäften stellte sich heraus, dass dieser Riss offenbar bis in die Substanz des Ruderblattes geht und auch oben herum bis zur Ruderwelle, also zu diesem Stahlrohr durchgeht. Damit man das Ruder nach unten herausziehen kann, muss man erstmal die Mechanik lösen, die mit so einer Ruderwelle verbunden ist, also dem Rohr, das im Ruder drin steckt und nach oben hin durch den Rumpf geführt wird. Das Teil, das da oben dran ist, ist im Prinzip in erster Linie der Ruderquadrant. Das ist ein Bauteil, mit dem die Baudenzüge oder die Drähte, die zu den Steuerrädern gehen, mit dem Ruder an sich verbunden werden können, also damit man das überhaupt steuern kann. Das Teil abzubauen ist ein bisschen fummelig, weil man dafür in unser Loch klettern muss, in dem ich beim letzten Mal auch schon gewesen bin, und dort ein paar Schrauben lösen muss. Wenn das erledigt ist, löst man noch den Ruderlagengeber, der für die Bordelektronik die Informationen überträgt, in welcher Position sich gerade das Ruder befindet. Das muss unser Bordcomputer natürlich wissen, sonst würde der Autopilot nicht funktionieren. Also, nach dem Lösen einiger Schrauben waren diese mechanischen Teile alle entfernt. Was jetzt nur noch fehlt, ist das Lösen des Ruderbolzens. Um den Ruderbolzen zu lösen, muss das Ruderblatt leicht nach oben gedrückt werden. Dazu muss es also von unten mit Holzkeilen nach oben geklopft werden, bis ein bisschen lose oben reinkommt. Dann kann der Ruderbolzen gezogen werden, was ziemlich fummelig war, weil man kaum an die Schrauben kommt, mit denen der Ruderbolzen befestigt ist. Aber auch das hat Johanna wunderbar auf die Beine gestellt, sodass wir am Ende den Ruderbolzen ziehen konnten. Das nächste Problem ist, dass ein Ruder sehr, sehr schwer ist. Zumindest hat man uns das so erklärt. Ruder wiegen so um die 100 und über 100 Kilo. Wir haben also erst versucht, einen Wagenheber zu organisieren, denn unser Auto hat leider keinen. Und hier auf der Werft haben wir dummerweise aber auch keinen gefunden. Auch die Werft, die hier durch die Gegend laufen, hatten dafür keine Lösung. Und so waren wir also auf eigene Muskelkraft angewiesen. Wir haben also das Ruderblatt von unten mit Holzkeilen nach oben getrieben, damit also stabilisiert, den Ruderbolzen gezogen, die Keile rausgenommen und das Ruderblatt abgelassen. Glücklicherweise ist das ziemlich einfach, zumindest bei unserem Schiff, sodass wir uns da keine großen Gedanken machen müssen, das Ruder nach oben wieder einzubringen. Das haben wir nebenbei auch schon mal probiert, funktioniert ganz gut. Als das Ruderblatt unten war, konnten wir endlich den gesamten Schaden sehen. Der Riss ging tatsächlich bis zur Ruderwelle und war damit tatsächlich erheblich. Und es war notwendig, das zu reparieren. Während der weiteren Schleifarbeiten stellten wir auch fest, dass es auch noch weitere Risse gab, die in Richtung der vorderlichen Seite des Ruderblattes gingen. Oder immer an der Welle entlang. Es war also notwendig, erst einmal viel Material des Ruderblattes abzutragen und auszuschäften. Im Anschluss haben wir viele Lagen Glasfasermatten zugeschnitten, um diese dann in einem Arbeitsgang aufzulaminieren. Wir haben also auf jeder Seite des Ruderblattes einige Lagen Glasfasermatte aufgetragen und oben um den Rand des Ruders, sozusagen um die Welle herum, eine Art Schal oder mehrere Schals gelegt, die die Verbindung von der einen Seite auf die andere Seite wieder stabilisieren. Das war handwerklich eigentlich recht einfach und mit guter Planung leicht umzusetzen. Nachdem das Ganze getrocknet war, haben wir es geschliffen. Und dann hat Johanna alles gespachtelt. Nach dem Spachteln musste es wieder trocknen, es musste geschliffen werden, dann wurde es wieder gespachtelt, wieder geschliffen. Und so können wir jetzt behaupten, dass unser Ruderblatt tatsächlich vollumfänglich repariert wurde. Wir haben alle Schäden, die auffindbar waren,
ausgeschliffen, überlaminiert, übergespachtelt, optisch wieder ins Lot gebracht und sind sehr stolz darauf, dass es jetzt wirklich gut aussieht. Damit sollte das Kapitel Ruder bis auf eine Kleinigkeit jetzt erledigt sein. Denn es fehlt nur noch die Abdichtung zwischen dem Ruderblatt selbst und der Achse. Dafür haben wir West Systems G-Flex bestellt. Das ist ein Dichtmittel aus Epoxy, das die kleine Lücke zwischen dem Stahlrohr des Ruderblattes und den Kunststoffbauteilen, die sozusagen das Ruderstahlrohr umschließen, abdichten. Das machen wir morgen. Und dann ist alles dicht. Dann fehlt nur noch die Grundierung mit Epoxy-Coating, 3 Lagen, und danach das Antifouling, um das ganze Ruder gegen Bewuchs auf unserer Segelreise zu schützen. Puh, das war eine echt heftige Operation. Und allein in der kurzen Geschichte habe ich jetzt schon viele, viele, viele Minuten geredet. Und es ist kein Wunder, dass da am Ende eine Dreiviertelstunde Videomaterial bei rausgekommen ist. Ich muss euch wirklich sagen, ich weiß, wir sind wirklich optimistische Menschen und wir haben eine Menge Energie und wir haben auch einen wirklich starken Willen. Aber im Augenblick haut uns die Aquarell immer noch mal die Füße weg, wenn wir schon so auf dem Absprung sind zur nächsten Phase. Und das ist gerade echt heftig. Wir geben alles und wir geben auch nicht auf. Und die Aquarell wird schon noch lernen müssen, dass sie sich hier mit den Falschen angelegt hat. Aber jetzt gerade ist so eine Phase in dem ganzen Projekt, die echt, echt Kräfte zehrt. Und in dem Sinne auch wirklich wehtut. Naja, Johanna ist gerade da oben dabei, schon das nächste Nebenprojekt zu starten, weil wir festgestellt haben, dass auch im Deckel des Ankerschaps Wasser ist, das jetzt doch nochmal mit Kusa-Platten ausgeklebt werden muss. Also wo das Balsaholz raus muss, Kusa-Platten rein, das ganze Theater wieder von vorne. Und dabei waren wir eigentlich schon durch damit. Das machen wir jetzt auch nochmal so nebenbei, da ist sie jetzt den ganzen Tag mit beschäftigt. Morgen kommt das Epoxy, das wir nachbestellt haben, sodass wir die nächsten Aufgaben da oben erledigen können. Und dann wollen wir endlich, endlich, endlich aufhören zu spachteln und zu schleifen. Gerade Johanna leidet da wahnsinnig drunter. Und anfangen, die Oberflächenbeschichtung aufzubringen, damit dieses Theater mit dem Deck wirklich endlich aufhört. Es reicht. Ja, wenn das geschafft ist, haben wir leider immer noch Aufgaben, die wir erledigen müssen im Trockendock. Aber dann ist dieses riesige, nervige Thema endlich weg. Ja. In diesem Sinne, springen wir jetzt auch mal weiter im Text, denn es gibt doch noch viel mehr zu erzählen, was in dieser Woche so passiert ist. We'll be right back.
Also riesige Freude, die Kinder sind wieder da. Wir sind endlich wieder vollständig. Und zwar auch lang genug die Zeit, wo sie nicht da waren. Und eigentlich wäre natürlich jetzt Zeit gewesen für ein Familiendasein, für ein kleines Weilchen. Das hatten die Kinder wohl verstanden, wir allerdings nicht so richtig. Wir dachten am nächsten Tag ausschlafen, ein schönes, entspanntes Frühstück und dann können wir gleich wieder loslegen mit der Arbeit. Ja, wir waren halt so im Workflow drin, dass wir nicht ausreichend uns darüber Gedanken gemacht haben, dass vielleicht doch einfach mal Zeit ist, ein, zwei Tage Pause zu machen und uns einfach nur Zeit für die Kinder zu nehmen. Das war natürlich ein bisschen dumm. Das haben die Kids dann eingefordert und wir haben dann tatsächlich einen Tag Pause eingelegt. Und dann? Tja, wir haben den Tag Pause eingelegt und dann waren wir noch am Strand und alles war schöni. Und abends haben wir uns das gemütlich gemacht auf der Okina und alles war gut. Und ja, des Nachts wurde Malte krank und hatte Magen-Darm-Grippe. Und da war auch nichts mehr zu machen mit dem Burschen. Der musste auf jeden Fall erstmal in die Basiserholung. Und den haben wir dann also am zweiten Tag gesund gepflegt. Und der ist ja klein und jung und stark. Der war so ziemlich schnell wieder fit. Und dann sind wir zur Aquarell und haben angefangen zu arbeiten. Und haben tatsächlich einen Tag lang hier am Schiff was gemacht. Und das war auch für alle in Ordnung. Die Kinder haben ein bisschen Sprachen gelernt im Auto, das wir neben dem Schiff geparkt haben. Und haben dann noch am Deck geholfen. Und alles war super cool. Dabei haben wir auch noch gleich den Deckel vom Ankerschab aufgemacht, weil wir festgestellt haben, dass der auch delaminiert ist und noch ein kleines Projekt dabei gestartet. Läuft genauso wie auf der Decksfläche, genau die gleiche Arbeit. Kennt ihr ja schon, zur Genüge. Ja, und wir auch. Und wir auch, genau. Und den einen Tag haben wir dann ausgehalten und in der darauf folgenden Nacht hatten die Viren oder Bakterien oder was auch immer das waren, sich dann schon über uns anderen hergemacht. Und so wurden Leonie und ich und dann im Anschluss auch Johanna auch krank. Wir haben es immerhin noch geschafft, auf ein Konzert zu gehen. Im Hafen von Premier de Mar war drei Tage lang so ein Flohmarkt und das nimmt man ja zum Anlass, ein bisschen zu feiern in Spanien. Und da war ein Live-Konzert. Das war super schön. Und dabei sind wir aber alle krank geworden. Beziehungsweise erst Leo und dann der Rest. Ja. Ja, und dann, was war das für ein Wochentag? Donnerstag? Wochentage. Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall vergingen dann mehrere Nächte. Ich glaube, zwei oder drei. Und nichts passierte mehr, weil wir alle krank waren und wir uns nicht mehr bewegen konnten. Teilweise die Kinder den ganzen Tag alleine für sich sorgen mussten und wir nur noch so ein bisschen Essen und Trinken hingestellt haben und den Rest geschlafen haben. Mhm. Und das war irgendwie jetzt totaler Gammel. Also ein mistiger Start. Der supergeile Start in unsere Freiheit und das Leben auf der Aquarell, auf einer Weltumsegelung, war sowas von dermaßen eine Bruchlandung. Das war schon faszinierend. Also das hat nicht so gut geklappt. Jetzt freuen wir uns aber, verkünden zu dürfen, dass wir alle wieder gesund sind. Ja, immerhin was, oder? Immerhin was, ja. Genau. Aber auch echt müde. Und das zehrt gerade so ein bisschen an die Nerven. Von daher bemühen wir uns wieder um gute Laune und optimistisches Denken. Und müssen uns aber doch den einen oder anderen Herausforderungen hier noch stellen. Zum einen muss dieser Deckel noch repariert werden. Zum anderen muss Johanna leider noch spachteln und schleifen. Also im Schleifen kann ich ihr helfen, aber spachteln muss sie alleine, denn das hat sie die ganze Zeit gemacht. Und das bringt sie jetzt auch zu Ende, denn dafür hat sie jetzt zu viel Übung, um damit aufzuhören. Und wenn das fertig ist, können wir uns endlich dem nächsten Schritt widmen. Ich mag aber schon gar nicht mehr so gerne in die Zukunft gucken, weil irgendwie immer was dazwischen kommt und man dann doch nicht zu diesem Schritt kommt, der dann da geplant war.
Ja, bisher ist immer irgendwie, wir dachten mal, oh ja, als nächstes können wir jetzt endlich das und das, und dann ist immer wieder was dazwischen gekommen. Ob nur das mit dem Ruder oder dass wir jetzt plötzlich doch beim Ankerschab das auch noch wieder aufmachen müssen und es doch wieder länger dauert, das alles wieder zusammen zu flicken, bis das funktioniert. Tja. Immer kommt was dazwischen. Aber jetzt kommt die Sonne, das ist auch nochmal schön. Also effektiv haben wir jetzt eine Woche Zeit verloren. Mal abgesehen von zwei Tagen, in denen wir ein bisschen was gearbeitet haben, aber das zählt nicht, leider. Von daher ist das natürlich jetzt super ärgerlich, kostet uns einen kleinen Berg Geld, einfach nur, weil wir natürlich im Trockendock liegen und hier jeder Tag teuer ist. Das lässt sich jetzt aber nicht mehr ändern. Wichtig ist, dass wir wieder gesund sind, das freut uns. Wichtig ist, dass unsere Kinder bei uns sind. Die Stimmung ist auch wieder besser und jetzt machen wir das Beste draus. Genau. Wir wollten eigentlich heute Abend Pizza essen zum Beispiel, aber das trauen wir uns noch nicht. ein großer Wunsch von Malte, als er hier angekommen ist, er wollte so gerne mit uns Pizza essen. Ja. Ja. Nein. Genau. Nein, lieber das noch nicht. Machen wir lieber noch nicht. Das verschieben wir auf morgen, wenn unsere Mägen wieder etwas gestärkt sind. Ja. Jo. Was uns diese Woche auch noch ein bisschen auf den Magen geschlagen hat, ist auch nochmal die Tatsache, dass wir eigentlich am 1. Oktober lossegeln wollten. Ja. Das war der Plan und so steht es noch auf der Homepage, das müssen wir jetzt ganz dringend ändern. Ja. So war der Plan und wir hätten das ohne dieses Piep, Tiek-Deck, hätten wir das auch tatsächlich sicherlich geschafft. Klar. Jetzt haben wir sind seit, muss man echt überlegen, wir sind seit 2,5 Monaten in Spanien und arbeiten von morgens bis abends, ohne Pause, außer beim Kranksein. Ja, am Tiek-Deck. Am Tiek-Deck. Naja, genau. Und das waren zwischendurch ein paar kleine Aufgaben, die nicht überraschend waren, wo klar war, das wollten wir tun. Das ist echt unglaublich. Und die Zeit war eigentlich eingeplant, um alle die anderen Sachen vorzubereiten, die noch vorzubereiten sind, wenn man auf so eine große Reise geht. Was jetzt im Anschluss dann auch kommt, wenn wir mit den Reparaturen endlich soweit fertig sind. Ja, das bedeutet nicht, dass wir nicht auf Weltreise gehen werden. Das bedeutet auch nicht, dass wir das nicht schaffen können oder so. Es verzögert letztendlich nur unsere Abreise und bedeutet am Ende weniger Zeit in der Karibik. Ja. Das ist sehr schade, aber das ist kein Genickbruch. Wichtig ist, dass wir rechtzeitig durch Panama kommen und nicht durch die Karibik hetzen müssen. Und das wird nicht passieren. So schlimm ist es dann, denke ich, auch noch nicht. Denn die Aquarelle hat versprochen... dass es das jetzt erstmal gewesen ist. Oh Mann. Ja, hat sie, glaube ich. Ich habe zumindest davon geträumt, dass sie das gesagt hat. Ich träume immer noch nur vom Schleifen. Das ist echt. Oh Mann. Ich glaube, ich bin wirklich traumatisiert. Ja, das ist echt ein Trauma vom Schleifen. Ja, wir schaffen das. Wir werden irgendwann fertig werden. Es wird später als geplant. Das weiß man ja jetzt schon. Genau. Aber wir geben alles, dass das so zügig wie möglich ist. Unser nächstes Ziel ist der 1. November. Auch das ist mittlerweile ambitioniert, weil immer noch neue Dinge anstehen, Bestellfristen nicht mehr eingehalten werden können und so weiter. Aber das bleibt so. Unser nächstes Ziel ist der 1. November als Abfahrtstermin. Wir geben weiter alles. Wir holen jetzt nochmal tief Luft, sammeln unsere Kräfte, genau, kriegen einen roten Kopf dabei und fangen einfach an zu arbeiten, so wie immer, so wie ihr es von uns kennt und so wie wir es von uns selbst auch erwarten. Ja. Wir nehmen uns ein bisschen Zeit für die Kinder zwischendurch, sodass wir etwas langsamer sein werden, aber das muss auch so sein und das ist auch gut so. Die Kinder sind im Augenblick sehr, sehr tapfer, aber sie wissen auch, warum wir das machen und stehen dahinter und das ist ganz wichtig. Ja, ein Teil sind sie ohnehin mit Schulaufgaben versorgt, dass sie da was zu tun haben und einen anderen Teil können sie dann auch mit am Schiff helfen. Ja. Was machen die denn? Es werden zunehmend auch Aufgaben hier am Schiff sein, die sie übernehmen können. Momentan sind es noch nicht so viele, aber das wird noch kommen. Mhm. Ja, und in der Schule sind es jetzt hauptsächlich erstmal die Sprachen, die sie lernen werden, Englisch und Französisch, weil es einfach unglaublich wichtig ist für die Reise, dass sie sich verabreden können, weil Sozialkontakte einfach das Wichtigste sind für Kinder, genau. Ja, klar. Dafür müssen wir Sorge tragen und deswegen werden wir die Sprachen pushen. Ja. Und nebenbei natürlich auch den anderen Unterricht mitmachen, aber das erstmal auf kleiner Flamme. Ja, das ist der Luxus des Selberlehrens. Damit beenden wir jetzt dieses Video. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das über Patreon tun. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen hoch da, abonniert unseren Kanal und erzählt so vielen Seglern und Freunden, die sich auch für unser Thema hier interessieren könnten, von unserem Kanal. Wenn ihr in Zukunft noch enger mit uns mitsegeln wollt, dann könnt ihr Mitglieder der digitalen Crew werden. Den Link dazu findet ihr unter dieser Videobeschreibung oder auf unserer Webseite. Da werden wir, oder
ich muss es mal anders ausdrücken. Ich muss mich erstmal bei denen entschuldigen, die schon bei der digitalen Crew sind. Wir haben das in letzter Zeit etwas schleifen lassen. Es sind sehr wenige Nachrichten über die an die digitale Crew gelangt, einfach weil wir das zeitlich nicht hinbekommen haben, euch mit Informationen zu versorgen. Das wird sich ab sofort ändern. Wir werden euch mit Details versorgen, die nicht in den Videos transportiert werden können. Mit kleinen Anekdoten oder mit einer kurzen Geschichte von den Kindern oder von uns, je nachdem, was halt gerade so anliegt, was einfach nicht in einem YouTube-Video so reinpasst. Also wenn euch das interessiert, wenn ihr noch ein bisschen mehr Inhalte sehen möchtet von uns, dann meldet euch für die digitale Crew und lasst uns gemeinsam diese coole Crew irgendwie weiterentwickeln und schauen, wohin uns das führt. Wir sind auf jeden Fall aufgeregt, was daraus so alles wächst. Wir haben schon viele coole Impulse aus der Crew bekommen, viele gute Ideen, viele gute Ratschläge, Anleitungen, Hilfestellungen und so. Das war bisher sehr, sehr, sehr gut für uns. Und wir möchten davon etwas zurückgeben. Also meldet euch da an, wenn ihr Lust drauf habt. Und dann sehen wir uns dort wieder. Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Schön, dass ihr da seid. Und bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Solita por la calle.